La Volpe bei der Santa Maria Novella treffen. Ja, da darf ich mich auch jetzt bewegen. Hui. Okay, Wettrennen. Oh, ich hasse Wettrennen. Was tut ihr denn da hinten? Ihr sollt doch mithalten. Ja, ich bin ja schon auf dem Weg. Junge. Fug. Das wird eine enge Angelegenheit. Ja genau, alle gläubigen Christen. Da sind wir. Hier in dieser Kirche trifft sich Francesco de Pazzi mit seinen Leuten. Wie komme ich da rein? Gar nicht. Es gibt Katakomben unter der ganzen Stadt. Diese führen euch an einen Ort, wo ihr das Treffen heimlich belauschen könnt. Da, nehmt den Steingriff. Dreht ihn, dann schiebt ihn nach unten. Danke für all eure Hilfe, Volpe. Viel Glück. Na, hat er ein bisschen Geld geklaut? Plus 1200. Wir sehen uns dort. Santa Maria Novella, da hat man Zugang. Also, ich erkenne Herausforderungen, wenn ich sie sehe, gehe und finde diese Gruft. Das hatten wir aber schon. Festhalten. Um schneller zu klettern. Aber ich finde es schade, dass da immer nur die Symbole stehen, aber man weiß nicht, ob es irgendwie welche Taste das sein soll. Zumindest bei den Schultertasten. Ich bin doch schon dabei. Bin doch schon dabei, dass ich runtergehe. So. Jetzt kommen wir hier auch rein. Da müssen wir mehr solche Zugänge finden. Oh, das sieht nicht gerade einladend aus. Oh, Batman! Da war Batman! In die Katakomben von Santa Maria Novella eindringen und das Templertreffen erreichen. Oh, der liegt da auch schon ein bisschen länger, oder? Warnung, Sperrgebiet, den Treffpunkt der Templer finden. Das war mir irgendwie klar, dass das hier auch Sperrgebiet ist. Da ist ein Schalter. Da ist eine Fackel, da sind Gitter. Sollte es wirklich so einfach sein, dass wir da einfach so hochkommen?
Okay. Okay, ganz viel Kletterpartie. Ein Weg durch das eingestürzte Treppenhaus finden. Oha. Oha. Da haben wir Leitern, Gerüste. Eine Fackel. Noch eine Fackel. Gehen da oben lang. Da ist eine Tür. Da auch. Nein! Au! Okay, was sind das für Türen? Da ist ein Baugerüst. Oh, okay. Hier ist was. Die müssen wir wahrscheinlich irgendwie aufkriegen. Da sind so ein paar Leichen. Ein Hebel. Okay. Da ging die Tür auf. Ach, hier kam er. Ach, okay, dann kommen wir mit der Leiter hier wieder zum Anfang zurück. Dahin. Ach, du ahnst es nicht. Ah, so kommen wir da vorne hin. Oh, ich dachte, wir fallen jetzt runter. Da geht's dann abwärts. Oh. Da ist wer. Oh, nice. Wie lange müssen wir hier stehen, Zaferio? Es ist kalt. Was willst du, Hilario? Du Pussy. Messer Pazzi bezahlt uns gutes Geld, um den Eingang zu bewachen, und die Toten werden uns nichts tun. Ich kann es kaum erwarten, Elena zu erzählen, wie viel Geld wir heute verdient haben. Glaub mir, du wirst da nicht mehr zu kommen. Das Tor zur großen Halle öffnen. Umgucken. Ein leuchtender Strohhaufen. Warum nicht das Stroh? Können wir hier ins Wasser? Thank you.
Gruft. Also, nicht Gruft, hier offene. Ah, hier so ein paar Särge. Warum stehen die Leichen da so rum? Okay. Hier kommen wir her. Wir müssen wahrscheinlich durch das Tor. Die Bilder sind toll. Und das Bild. Wie kommen wir da oben hin? Weil durch das Tor kommen wir ja hier anscheinend nicht. Das ist ein bisschen was von hier, diesen Prüfungen. Wer war das noch? Er musste sich doch im Hades mehreren Prüfungen unterziehen. Irgendwie hat das was davon. Aber ich komme nicht mehr darauf, wie der hieß. War das Herakles? Da oben müssen wir irgendwie hin. Aber wie? Können wir hier vielleicht hochklettern? Okay, Walljump ist auch keine Möglichkeit. Ach du Kacke. Und keine Wurfmesser? Seid ihr deppert? Wie soll ich das denn machen? Keine Wurfmesser und ich soll da oben irgendwie hinkommen? Sehe hier auch nichts, wo wir irgendwie hochklettern könnten. Ja, außer da vorne, da, dass da. Ah, doch, ich sehe was. Hat nur etwas gedauert. Aber Batman mag das nicht, dass wir hier langlaufen. Hier laufen ja mehrere. Okay, der läuft da. Ja, Wurfmesser wäre auch zu einfach, ne? Der kommt gleich nach. So. Wir müssen warten, bis der da
um die Ecke ist am besten. Oder? So. Der ist hinüber. Können wir den hier von hier aus in den Strohhaufen werfen? Nein? Oder ist da der Strohhaufen? Hier irgendwo war doch ein Strohhaufen. Ja, da. Okay, wo müssen wir jetzt rüber? Und warum können wir da auf die Erhöhung? Wahrscheinlich zum Umgucken. Okay, hier rüber. Nein! Das war ein kleines Stück zu weit. Und den ganzen Weg wieder nach oben. So und so und so. Puh. War das richtig? Völlig da ein Schatz. Geheimer Bereich entdeckt. Ja, wie cool. Einmal umgucken. Nix. Hier einmal umgucken. Ah, hier ist nichts außer ein bisschen Vogelkacke. So, wie kommen wir da oben hin? Da? Müssen wir irgendwie an dem Seil hochklettern? Oder... Das ist hier echt schwer zu beurteilen, wo man jetzt lang klettern muss. Ich würde ja schon fast sagen, da vorne ein Walljump, aber ich glaube, das ist falsch. Da müssen wir hin. Das heißt, wir müssen darauf, da lang, glaube ich.
Oder müssen wir jetzt nochmal den ganzen Weg hier wieder zurück? Erstmal mit Weg zurück. Das sieht so halbwegs richtig sogar hier aus. Vielleicht? Nein. Auch nicht. Wo müssen wir lang? Ich schätze mal, wir müssen auf den Kasten und dann da irgendwie rüber. Das war jetzt dumm. So, hier hoch. Ich liebe sowas. Abgöttisch. Merkt man, oder? Warum ist er da jetzt runtergefallen? Puh. Wäre so ein Seil oder so, ein Kletterseil nicht schlecht. Ja, da kommen wir auch nicht dran, oder? Das habe ich ja gerade auch schon versucht, daran zu springen. Ich schätze mal, wir müssen wirklich hier so. Ach, ich Idiot. Ich Idiot. Es ist so einfach. Es ist so einfach und Dovi Kalana sieht es nicht. Okay. Checkpoint erreicht. Tür auf. Merda, die Tür. Pass auf, während ich nachschaue. Von wegen leichte Aufgabe. Ja, es ist eine leichte Aufgabe. Ich sagte doch, wir hätten nicht kommen dürfen. Wenn ich etwas höre, renne ich zum nächsten Wachposten. So wahr mir Gott helfe. Tu das. Ist eigentlich die bessere Idee. So, hier unten. Da laufen sie lang. Einer da, einer da.
3 Leute. Das war verdammt knapp. So. Vermisst ihr euren Kollegen? Da kommt er hier gleich um die Ecke. Oder kommt er da gleich? Der kommt hier gleich um die Ecke, der Kollege. Nein, der. Aha, okay. Wir warten, bis der hier gleich um die Ecke kommt. Es dauert zwar etwas. Muss halt Vieros Papa halt sein Treffen noch ein bisschen hinhalten, bis wir auch da sind. Wo ist er? Da. Oh, ich Idiot. Zum Glück nichts passiert. So, Leiche aufheben. Einmal im Wasser versenken. Schwimmen die Leichen oder gehen die unter? Oh, die treiben. Was treiben die denn? Ah, okay, dann gehen... doch, die gehen unter. Ich komme mit mehr Wachen zurück. Oh, fuck. Den fliehenden Templer töten. Ausweg finden, bevor er mich tötet. Der ist ganz schön flink, der Bursche. Lasst mich doch. Nein, ich lasse dich nicht. Scheiße! Nein! Ja, ich glaube, ich bin entkommen. Das glaubst auch nur du.
Okay, ah, okay, wir hätten die Kisten hier hochgebracht. Muss einen Ausweg finden, bevor er mich tötet. Da ist er. Oh, du feige Ratte. Muss einen Ausweg finden, bevor er mich tötet. Oh, wir hätten dieses runde Ding da, den Haken, doch benutzen können. Ich krieg dich sowieso. Schneller! Hallo, Batman. Lasst mich doch! Wir werden angegriffen! Wachen! Tötet den Assassin! Scheiße! Checkpoint erreicht, die Tür öffnen. Da ist einer. Da ist der Rest. Aber will ich die Tür schon öffnen? Haben wir hier vielleicht noch irgendwas übersehen? Oder war hier jetzt nichts Wichtiges? Ich würde gerne einmal im Kurz hier gucken. Nicht, dass wir hier jetzt irgendwie hier grufftechnisch was übersehen haben. So. Zumindest bis hier vorne wollte ich eben einmal gucken. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir hier jetzt wirklich was Wichtiges hätten. Was wir nicht auch so noch, wo wir nicht auch so noch hinkommen könnten. Das geht hier noch ganz schön tief runter. So, da haben wir angefangen, ihn zu jagen. Das ist hier alles irgendwie so zusammengefallen. Oder alles so zerfallen alles. Haben wir tatsächlich nichts übersehen, wa? Aber lieber einmal nachgucken, als später das Nachsehen haben, dass einem irgendwas fehlt. Irgendwie hatten wir hier doch noch irgendwas mit einer Gruft. Aber ich glaube, solche Sachen, die sind dann extra schon so gemacht, dass wir da auf jeden Fall hinkommen und nicht einfach während einer Verfolgungsjagd das mal eben schnell einsammeln müssen. Von daher eigentlich Blödsinn, dass ich hier jetzt extra nochmal nachgucke. Aber sicher ist sicher. Ich finde es nur schade, dass wir gerade unsere Wurfmesser nicht einsetzen können. Ja, es wäre einfach, die alle so quasi wegsnipen. Aber wozu hat man die denn sonst?
Ihr seid ja tolle Wachen. Nummer Uno. Bald wird nichts mehr von dir zum Begraben übrig sein. Okay, komm. Geht doch! Da ist ein Hebel. Da sind alte Wandgemälde. Geht doch! Die Leichen lassen wir jetzt auch liegen. Plündern und dann können wir direkt auf weitermachen.